Hallo, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Projekt Eden ohne Johnny. Ja. Vielleicht werden. Hi. Mein Name ist Torgix. Ach ja, stimmt, das hätte ich auch noch sagen sollen. Nicht nur ohne Johnny, sondern auch mit Torgix. Sorry. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, das bedeutet, vielleicht werden wir ja jetzt hier auch was schaffen. Glaubst du das? Dass wir etwas schaffen? Das könnte passieren. Hoffentlich nicht. Danach werden wir wahrscheinlich ganz schön geschafft. Ja. Das Blöde ist, ich bin so gut wie voll. Du hast bestimmt noch Inventarplatz, oder? Ja, ich auch. Oh. Nein, hab ich nicht. Aber ich kann Gehirn wegschmeißen, so. Jetzt habe ich wieder einen Platz. Guck mal, was ich wegwerfen kann. Das kann ich wegwerfen. Du hast hier nicht zufällig dieses Mantry gerade aufgebaut, oder? Nein, die spawnen hier in den Dörfern. Manchmal. Bau die mal ab. Ja, ich habe jetzt auch ein bisschen Müll mal aussortiert. Ach komm, graue Wolle kann auch weg. Weil so, dann kann man die halt auch mal mitnehmen. Dann hast du ein paar Seared Bricks, dann kannst du deine damit erweitern. Genau. Jetzt habe ich nämlich auch Platz. Ich habe gerade einfach mal, vor allem hier spawnt auch sehr, sehr viel Platz von dem Zeug. Das ist voll cool, dass man so Smeltrees hier stehen hat. Mhm. Da muss man nicht so ewig lang Clay suchen. Das ist gerade für den Anfang richtig praktisch. Ja. Leider war in dem ersten Dings nichts drin. In dem ersten Dorf. Guck mal, hier ist auch noch ein Bücherfritze. Hier kann ich noch Bücher klauen. Ich klaue euer Wissen. Das wertvollste Gut, was ihr habt. Knut. Der Eisbär. Vor allem theoretisch müsste man das hier auch alles irgendwie mitnehmen. Hier, das ist schade drum. Hier, guck mal. Advanced Rails sind hier drin. Overalls. Engine is over. Was ist das? Guck mal, ich sehe schön aus. Hier, die kannst du ansetzen. Ich brauch die jetzt Multi nicht mehr. Mit einem blauen Mann. Multi mit einem blauen Mann. Das kann ich gar nicht alles mitnehmen. Ich glaube, wir müssen nochmal. Ich glaube, wir müssen nochmal wiederkommen hier. Schade drum irgendwie. Und das ganze Zeug. Hier sind sogar zwei Tinkershäuser. Ich glaube, wir gehen erstmal nach Hause. Schade, dass ich nur vier Leder habe. Mir wären irgendwie 12 lieber gewesen. Weißt du wieso? Nein, weißt du nicht. Ha. Aber drei Inventarplätze habe ich ja noch. Dann kann ich ja im Grunde die Rolling Machine kann ich mitnehmen. Und dann nehme ich Advanced Rails und Standard Rails nehme ich mit. Und die Villager haben sehr tolle Betten. Ich muss schon sagen. 19 Wolle für ein Dings. 15 rohe Hühnchen für ein Dings. Und warum kann man mit denen denn handeln, wenn die schlafen? Das weiß ich auch nicht. Das habe ich mir nicht ausgedacht. So, dann werde ich. Sind das irgendwelche Träumer, die träumen dann den Handel und vollziehen ihn dann? Ganz Schlafhändler genau. Sind es. Schlafhändler. Schlafhandler. Oh Mann. Weißt du, wieso ich dir gerne Leder, noch gerne Leder gehabt hätte? Du hast nicht zufällig noch eine Menge Leder? Nee, ne? Slime Exhead, Bone Exhead, Copper Exhead, Sign Head. Wofür braucht man die Tinker's Construct Signs? Ich weiß nicht, die kann man als Waffe benutzen und die kann man irgendwie platzieren, glaube ich. Soll ich die Tinker's Construct Sachen mal irgendwas mitnehmen? Also alles, was du mitkriegen kannst, gerne. Ach, das Dorf geht ja hier noch weiter. Was du davon brauchst. Ich brauche eine ganze Menge, wir müssen nochmal wiederkommen, das können wir gar nicht alles mitnehmen. Weil hier sind noch mehr Häuser, sehe ich gerade hier unten. Hier steht noch ein Haus in Dings. Weißt du, ich werde mal eben nach Hause gehen und wiederkommen. Ach so, Dings. Ja, lass mich nicht allein. Aber das Wichtigste habe ich sowieso im Gepäck. Dich war selbst. Fury. Ah! Das ist lustig. Wo bist du? Hier hinten bei dem anderen Haus. Wollte mal eben gucken, ob hier auch noch was drin ist. Nee. Nein! Ah, Creeper! Pass auf, das ist ein Creeper! Hallo! Weißt du, wieso ich dir gerne Leder gehabt... Weißt du, wieso ich dir gerne Leder gehabt hätte für dich? Nämlich das... NEIN!
Du hättest mich gerne in Leder gesehen. Warum wurde das nicht aktiviert? Ich habe Rechtsklick gedrückt. Wie ich das hasse. Wo ist denn jetzt mein Todespunkt? Da unten, wo der Creeper ist. Hier sind nackige Schafe. Und ein Skelett. Jetzt weiß ich nicht, was ich hier hatte. Ah! Achso, das ist ein Bug. Ich habe die Axt eingesammelt. Oh, Multi. Was denn? Ich glaub, hier sollten wir uns einnisten. Guck mal. Nee, bitte nicht. Warum hat denn der das nicht aktiviert, Mann? Das ist doch voll gemein. Warte mal kurz hier. Wo ist denn mein Hanglider? Deaktiviert den nicht mehr. Doch jetzt. Wie gemein. Auf dem Server funktioniert das nicht so richtig anscheinend. Weil jetzt kann ich hier einfach lang fliegen. LOL! Was? Flying? Flying is not allowed on the server. Was? Was? Musst du noch anmachen. Du musst das in den Server-Properties einstellen. Ja, ich weiß schon, aber warum ist das denn so gemein? Vor allem, jetzt werde ich hier verfolgt von 1000 Monstern. Jetzt muss ich erstmal wegrennen hier. Wo ich denn überhaupt mein Essen? Da. Ich renne einfach voraus hier. Forelle. Hallo Multi, ich bin dumm. Das bist du. Die Kokosnüsse sind noch nicht reif. Koksnüsse. Die Walnüsse auch noch nicht. Hier ist Uranium, was ich nicht mitnehmen kann. Ich schon. Ich hab's mitgenommen. Danke. Du bist ein Schatz. Snatz. Der goldene Snatz. Der goldene Snatz. Oh Mann. Oh Mann, ich hab so viele Death Points da hinten schon angezeigt. Ja, was glaubst du, wie viele ich jetzt hab? Wobei, du hast definitiv mehr. Ja, Johnny mag mich nicht mehr. Nein, das ist einfach... LOL, wie viel Appetit. Das ist einfach Johnny von Natur aus. Oh nein! Da ist ein Creeper! Der eskaliert sehr gerne. Musst du wissen. Es eskaliert. Stirb an Creeper, du Creeper. Ich weiß, sowas wünscht man Leuten nicht, aber Creeper sind auch keine Menschen. Ja. Schreibt's euch hinter die Ohren. Ja. So. Warum sind hier überall Creeper? Vielleicht mögen die dich nicht. Oh, jetzt werde ich hier mit AIDS abgeschossen. Alter. Guck mal, ich werde jetzt gleich gekickt. Nee. Oh, da ist schon wieder ein Creeper. Was ist hier los? Oh, der hat sich sogar gesprengt ohne Vorankündigung. Das krasse ist. Einfach rum. Das krasse, Scheiße! Das krasse ist auf den Singleplayer-Aufnahmen hier. Bei den Singleplayer-Aufnahmen, du kannst dich auch notfalls TP'en, wenn du nicht richtig hinterherkommst. Ist das hier beabsichtigt? Was? Dieser hohe Wasserturm? Das ist spawned so irgendwie, das ist Biomes of Plenty. Also ich habe das da nicht gesetzt. Oh, und wie scheiße sieht das aus? Da hat der Mod-Entwickler aber mal richtig ins Klo gegriffen. Keine Ahnung. Oder wahrscheinlich ist es halt einfach nur ein Spawn-Fail, aber trotzdem. Wenn das so beabsichtigt ist, frage ich mich, ob der das eigentlich auf Praxistauglichkeit getestet hat. Keine Ahnung. Ob es wirklich so gut aussieht. Du meinst, du oder meinst, der hat halt einfach einen Sehfehler oder so. So wie ich. Weil in die Landschaft passt es nicht. Ja, du bist aber einfach nur farbenblind. Du hast wenigstens noch halbwegs ein Auge für Ästhetik. Das stimmt. Denn ein Stock ist nur so hart, wie der Stock ist. Hatte Johnny uns gerade nochmal extra gesagt. Ja. Bevor er ging. Nee. So, ich bin im Haus.
Was ist. Ach so! Ach ja. In dem Haus von Klaus sitzt eine Fledermaus. Und wir fühlen uns alle in Saus und Braus. Oder so. Und ich gebe dir einen Blumenstrauß von das, der Maus. Das hast du wunderschön gesagt. Oh Mann. So. Die Sendung mit der Maus. Und jetzt raus. Ist kein Graus. Ja, das stimmt. Ah, ach so. Es ist mir sehr ein Schmaus. Ich war in World of Things, die Maus. Es geht dir auf die Nieren. Ich bekomme Pfeile in meinen Po. Ich frage mich, warum sticht das so? Das wüsste ich auch ganz gerne. Kann man daraus noch irgendwas Sinnvolles machen? Hallo, lass mich in Ruhe. Sonst kommt ein Creeper! So, das kann hier rein. Ja, den kann ich ja super. Alter, hier sind überall Leuchtfeuer. Die schießen in die Höhe. Das glaube ich. Von Johnny the Banana. So. Ich mach mal meine ganzen Death Points jetzt weg. Das geht auf keine Kuh out. Das stimmt. So. Remove. So, ich konnte ein paar Sätzen hier. Remove. Das machst du wunderschön. Ist das schön? Ja, definitiv. Ich wollte es gekonnt und passend einsetzen. Ja. Hat es geklappt? Ja, definitiv. Oh Mann. Ich brauche noch eine Nahrungstruhe, fällt mir gerade auf. Also eine, die auch in Reichweite ist mal. Dann stelle ich hier einfach mal eine Truhe auf, wo ich zum Beispiel auch rohes Fleisch reintun kann. Es hat einen Grund, dass ich rohes Fleisch gerne mal behalte. Deswegen nicht wundern, weil Pam's Harvestcraft macht man, da macht man einiges mit rohem Fleisch, warum auch immer. Dann kann ich die hier erstmal wegpacken hier. So. So. Drops habe ich hier. Die Eisenbarren habe ich einfach mitgenommen, anstatt die hier einfach zu behalten. Ich bin halt dumm. Bücher habe ich hier noch. Ja, wo packe ich denn jetzt die ganzen Schienen hin? Ah, verdammt. Ich komme jetzt zu dir. Ich schmeiß die einfach mal hier mit rein. Oh, super! Es regnet. Es regnet. Hier ist noch der Dings von Johnny. Stinkende Füße waschen. Okay. Ja, das habe ich extra für dich aufgeschrieben. Danke. Das ist eine richtige Tutu. Ja, das hätte ich beinahe vergessen. Oh Mann, das ist jetzt doof. Hier ist ein Loch in deinem Boden. Hier fehlen zwei Marble. Wegen Johnnys und meiner Aktion. Ich musste mich ja vor Johnny retten, aber er tötete mich. Aber er tötete mich. In deinem Haus. Nein! Aber er tötete mich. Ojemine. Das geht ja gar nicht. Ich freue mich über deinen Klee. Und der wächst im Schnee. Dieser Schnee liegt an der Spree in Berlin. Gut. Und ich fragte ihn. Das ist zu wenig Blut. Hättest du nicht mehr bluten können? Ich hab jetzt hier ein bisschen Erz in diese Kisten reingetan. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist. Hättest du ruhig mit hochnehmen können. Wobei das, ist egal, weil das kommt ja eh später alles runter. Weil das ist hier zu wenig Platz hier oben. Also ich werde die ganzen Maschinen, die ich da stehen habe. Alles an Erzen da unten rein. Ja, lass das ruhig erstmal unten, weil alles, was ich hier oben so habe, das kommt mit der Zeit jetzt runter.
Ich sehe auch gleich, wir sind gleich am Ende. Kannst du dir selber deinen runterholen? Ah, jetzt hat er hier den Weg nach oben abgebaut. Naja, immerhin ist das Diorit weg. Lümmel! So, meine lieben Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss! Das war's dann auch schon wieder mit der heutigen Folge. Denkt dran, eine Bewertung dazulassen. Und wenn ihr neu seid, lasst doch ein Abo da.